Herzlich willkommen zurück zu Let's Play I Am Alive. Wir müssen uns gerade hier runterangeln. Wir haben den weiteren Weg gefunden. Hier an dem Gerüst kommen wir weiter runter. Wir müssen zurück auf die Straße, um May die Medizin zu geben. I hope May is all right. Und das hoffe ich ebenfalls, dass es der guten May gut geht. Ich glaube, wir müssen jetzt hier runter. Durch den Staubsturm. Ach du Scheiße. Hier wieder runtersliden. Auf die Straßen dieser Stadt, die nur noch in Trümmern liegt. Okay, ich glaube, jetzt sollten wir da ganz schnell irgendwie wieder hoch. Hier waren wir ja schon mal. Hier kenne ich mich schon ein bisschen aus. Jetzt müssen wir hier an den Rohren wieder hochklettern. Auf dem Bahnsteig. Und da sind wir dann sicher, hoffentlich, vor dem Staub. Denn der liegt ja glücklicherweise nur auf den Straßen dieser Stadt. Okay. Wollen wir mal schauen. Ich guck mal kurz auf die Karte. Und da sehen wir, da vorne ist May. Und das ist noch ein ganzes Stück Arbeit, ein ganzes Stück Weg, bis wir da angekommen sind. Und da scheint auch der Weg versperrt zu sein, die Brücke eingestürzt oder so. Ach, seh da das Zelt da vorne. Da wohnt wohl wer oder wohnte mal wer. Da hat jemand geschrien. Das ist eine Frau. Das ist eine Frau. Wo zur Hölle? Wo zur Hölle kommt die her und wo ist die? Scheiße, Mann. Ich kletter mal hier runter. Ich probier's. Ein Herz für virtuelle Menschen, ihr wisst Bescheid. Ich schau mich um. Ein Soda-Getränk, immerhin etwas schon mal, aber keine Frau. Und man sieht hier auch überhaupt nichts. Hier in dem düsteren Staubsturm. Nur Leichen liegen hier. Leichen pflastern die Straßen. Aber keine Frau. Das kommt von hier. Und hier geht's nach oben, vielleicht ist die hier oben irgendwo. Ach du heiliger Bimbam. Junge, 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 Junge. Wo ist die zur Hölle? Aha, wahrscheinlich müssen wir hier weiter hoch. Wahrscheinlich ist die bei dem Zelt. Komm! Make it worth your while. I promise. Da ist doch irgendwas unkoscher. Scheiße! Now! You guys, he's serious! Hey, back up! Whoa, what the heck? Hey, watch out, boys! Ist das vielleicht der Chef? What the fuck? Step back! Take it easy, man! Hey, back up! I'm trying to work this out! Help you! Step back! Hey, guys, he's pointing his gun at me! You got a gun! Look. Hey, back up! It's behind us, man! I can see it from here! Let's go! Back off! That gun ain't got no bullets left! You made a big mistake! Step back! Scheiße, falsche Taste. Nein, 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 jetzt doch nicht. Komm schon. Ah, den anderen hat es gegeben. Und dem geben wir es auch noch. Jetzt bist du dran. Ah, scheiße, Mann. They forced me to do it. Please, you have to help me break these handcuffs. Kacke, und wir haben keine Pistolenkugel mehr. Die habe ich nämlich an den Typen verschwendet. Und die musste sein. Jetzt können wir die nicht zerschießen. Wir können die Frau nicht befreien. Scheiße, Mann. Vielleicht war das die Frau ganz vom Anfang. Vielleicht finden wir hier aber irgendwo eine Pistolenkugel. Mit ein bisschen Glück. Wie bitter ist das denn bitte?
Wie bitter. Und die haben nichts hier liegen lassen. Wir kriegen nicht mal eine Belohnung dafür, dass wir jetzt so schwer erwischt wurden. Hey, please help, please. I need your help here. Kein Wunder, dass die hier Leute überfallen mussten. Scheiße, Mann. Der Kampf war richtig übel. Jetzt können wir die Frau wirklich nicht befreien. Gut, schauen wir uns mal weiter hier um. Vielleicht finden wir hier irgendwo eine Pistolenkugel. Wenn wir die für die Opfer bekommen, war nämlich wahrscheinlich dann noch eine Wiederholung mit ein bisschen Glück. Hier geht eine Treppe runter. Young man, you have arrived just in time to watch me die. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. Ja, die kann ich dir leider nicht geben. Ich habe leider keine Zigaretten dabei, aber ich glaube, da gibt es auch andere Wünsche, die sich mehr lohnen würden. In dem Fall. Eine letzte Zigarette will er haben. Da! Ich dachte schon, hätte ich doch irgendwas im Augenwinkel, einen Schimmer gesehen. Ein Schimmer im Augenwinkel und das ist eine Wasserflasche. So, hier geht's wahrscheinlich einfach nur zurück, oder? Die erzählt uns auch irgendwie immer dasselbe. Obwohl sie gerettet werden will. Und hier können wir wahrscheinlich auch nicht runter. Sollten wir nicht machen. Da vorne bei dem Mann ging es aber auch noch weiter. Und hier geht's hoch. Schmerzmittel, sehr gut. Und da ist ein Helikopter gelandet. Nicht ganz freiwillig wahrscheinlich. Was haben wir denn da noch? WHO-Trinklösung. Mensch, richtig viel Zeug gefunden. Aber leider keine Pistolenkugel, mit der wir die Frau da befreien könnten. Die Frau, die uns eigentlich hintergangen hat. Aber wenn die da in Handschellen sitzt, war das ziemlich klar, dass die dazu gezwungen wurde. Ich glaube, die hat das nicht selber gemacht. Und vielleicht war es ja die Frau, die in Folge 2, glaube ich, war es, entführt wurde von den Männern. Als wir die Kanalisation verlassen haben. Können wir hier runter? Ja. Okay, dann besser nicht. Wir sollten auf jeden Fall mal was einnehmen, was uns ein bisschen Gesundheit spendiert. Wenn nämlich nochmal solche Leute hier um die Ecke kommen wie gerade eben, die uns ans Leder wollen, dann ist das alles andere als schön. So, hier an die Leiter. Jetzt hier runter. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler, wenn ich jetzt hier runtergehe. Das wäre nicht so prickelnd. Nichts zu sehen im Staub. Da leuchtet was. Aber leider nichts Besonderes. Und ewig können wir nicht hier unten bleiben, wie wir wissen. Scheiße, Mann. Ich muss, glaube ich, wieder zurück. Hier ist alles versperrt. Hier kommen wir schon mal nicht weiter scheinbar. Oder doch, da gibt's einen Weg. Da gibt's einen Weg. Eine Brücke oder sowas. Und wo führt die uns hin? Ein Soda-Getränk. Na, immerhin. Hier geht's tief runter. Nee, das ist nicht gut. Scheiße. Wegen einem Soda-Getränk riskieren wir unser Leben. Ich renne. Wir müssen schnell wieder nach oben kommen. Schnell wieder nach oben kommen. Au, Backe. Die verrückte Musik setzt wieder ein. Schnell, schnell, schnell. Und hoch hier, hoch hier. Yo, in letzter Sekunde sozusagen. Nein, du kriegst keine Zigarette. Vielleicht würde der uns, wenn wir dem eine Zigarette geben, seine Wumme geben mit ganz viel Munition drin. Das wäre prickelnd. Dass die aber auch fast alle immer nur einen Schuss in der Kugel, in der Pistole haben, ist ein bisschen schade. Ich kann dich leider nicht befreien, Frau. Ich kann dich leider nicht befreien, auch wenn ich es gerne tun würde. Es ist echt bitter. Aber wir können es leider nicht ändern. So, wir müssen weiter. Und laut Karte... müssen wir irgendwie nach da unten kommen. Oder wir gehen nach links jetzt hier rüber.
Aber da könnte der Weg natürlich auch versperrt sein. Es tut mir wirklich leid, dass wir die Frau da zurücklassen mussten. Sie konnte ja eigentlich echt nichts dafür. Aber wir müssen es tun. Und wir haben eine Kugel eigentlich verschwendet für gar nichts. Dafür, dass wir die Typen da umgenietet haben. Gelohnt hat sich das nicht unbedingt. So, und jetzt müssen wir hier hoch. Wir müssen zurück zu May, die schwer krank in diesem Einkaufscenter liegt. Dass wir auch unbedingt nochmal durchsuchen sollten, das Einkaufscenter. Denn da könnte es ja noch Sachen geben. Und vielleicht rettet die Frau jetzt noch jemand anders, der ihr zufälligerweise vorbeischreunt. Zum Beispiel der Mann mit den Zigaretten. Das wäre hilfreich. So, und jetzt hier hoch. Oder was? Nee. Hier kommen wir doch gar nicht weiter. Ich dachte gerade vielleicht da oben irgendwie lang, aber das sieht mir auch nicht dann... Doch! Ein Hakenpunkt. Ja, dann wohl hier hoch, würde ich mal sagen. War gar nicht so schlecht, der erste Sinn. Ich meine, so Kletterpartien sind wir ja mittlerweile gewöhnt. Die arme Frau da hinten. Die arme Frau. Und jetzt. Schwung nehmen erstmal. Erstmal schön Schwung nehmen und dann im richtigen Moment abspringen. Wir haben da nicht viel Zeit. Boah. Huiuiuiui. Junge, Junge, Junge. Wir überlassen die Frau ihrem Schicksal. Wir können nichts mehr für sie tun. Und wir bleiben so lange hier oben, wie es geht, würde ich mal vorschlagen. Zurück zu May geht's ja eigentlich hier unten lang. Das war ja auch der Weg, den wir gekommen sind. Wir können ja noch ein bisschen länger oben bleiben, glaube ich, indem wir noch hier rüber balancieren. Mal kurz auf die Karte schauen. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind auf dem richtigen Weg. So ganz genau habe ich den Rückweg aber allerdings auch nicht mehr im Kopf. Also, da müssen wir nochmal schauen. Das könnte auch nicht so schön enden. Und ich hoffe wirklich, wir werden jetzt hier nicht irgendwie überfallen. Das wäre natürlich alles andere als prickelnd. Scheiße. Wo ging es denn jetzt nochmal hier weiter? Wo ging es nochmal weiter? Wo? Nee, wir sind doch hier runtergerutscht, ne? Da kommen wir doch niemals wieder hoch. Wir sind falsch. Wir sind falsch. Der Weg, den wir genommen haben, um hier hinzukommen, den können wir gar nicht zurücknehmen. Scheiße, jetzt bin ich gesprungen. Und ich hätte gar nicht springen müssen. Komm, das schaffst du noch. Adam, beeil dich. Alter Audigen, komm schon. Sehr gut. Das war ja mal wieder im letzten Moment. Vielleicht können wir da irgendwas mit dem Hakenpunkt machen oder so da vorne und dann uns da rüber schwingen wieder. Es wäre ja eigentlich der direkte Weg zurück. Aber scheinbar auch ein Weg, den wir nicht nehmen können. Da vorne ist auf jeden Fall ein Rohr. Irgendwie müssen wir ja da lang. Wir müssen ja hier nach oben. Da ist ein Hakenpunkt. Sehr gut. I should try to swing back there with my grappling hook. Ja, aber wo schwingen wir uns denn dann hin? Darüber? Bitteschön. Das wird nicht leicht werden, will ich mal behaupten. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen also da dran springen. Boah, knapp wieder mal. Schweineknapp. Da schlottern einem richtig die Füße, wenn man hier springt. Need water. Okay, hier können wir jetzt hochklettern. Hier ist kein Wasser leider. Und nichts, was wir übersehen haben. Und ich ärgere mich immer noch, dass wir die Kugel verschwendet haben. Sehr, sehr ärgerlich. Da mal hier hoch. Und dass wir der Frau nicht mal helfen konnten. Wir haben also gar nichts davon gehabt. Wir sind verletzt aus der Situation gegangen
und haben noch eine Kugel verschwendet, die hier so geringfügig und rar gesät sind. Jetzt hier lang wahrscheinlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hoffentlich fällt uns der LKW da nicht auf den Kopf. Können wir uns hier hochschwingen? Können wir. Das wird noch ein... Scheiße, Mann. Der ist alleine, oder? Der ist alleine. Ich will dir nichts tun. Ich will dir nichts tun. Aber der hat da irgendwas. Der hat da irgendwas. Hey, I'm watching you. So don't even think about coming back. Das will ich natürlich gerne haben. Yeah, that's it. You just keep right on walking. Ach du Scheiße. Der ist alleine auf jeden Fall. Wir könnten uns das theoretisch schnappen. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht Schmerzmittel? Vielleicht ein Soda-Getränk? Aber wir könnten es gebrauchen. Hey, I'm watching you. So don't even think about coming back. Hold up. Let's talk this over, okay? Back off. Don't shoot. I'll do whatever you say. Dankeschön. Und da geht's noch rein, habe ich das Please. Gefühl, oder? Please. Please. I'm not worth the bullet. Please. Ich will dich ja gar nicht umbringen. Please. Lass mich da rein. Don't. Yeah, you ain't got much ammo. None of us do. So this time you're just trying to fool me, right? Payback. Scheiße. Na gut, dann machen wir's so. Ich wollte dich nicht umbringen. Aber du hast nichts zugelassen. So schnell kann das gehen in einer Endzeitwelt. Missverständnisse um Ressourcen. Und der Tod wartet auf dich. Ob wir das noch überleben werden? Wir werden es sehen in der nächsten Folge von I Am Alive.